Hallo, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zum Weihnachtsspecial. Santa Claus, die Schrift kann ich nicht lesen, tut mir leid. das ist mein Weihnachtsspecial. Ich will gucken, ob das, Tastatur, ob ich mit Tastatur steuere, weil sobald ich mit der Maus geklickt habe, gesteuert habe und gehüpft habe, ist das Spiel immer abgebrochen. Keine Ahnung warum. Ja, Leute, das hier ist ein Jump'n'Run-Spiel. Kann man so sagen. Also ein bisschen so ähnlich wie Super Mario. Aber auch sehr genial. Hier, wir spielen den Weihnachtsmann hier, den Santa Claus. Und wir müssen hier Geschenke für die ganzen Plagen hier einsammeln. Ja, coole Musik. Schöne Weihnachtsmucke und voll geil. Mega geil, Leute. Ja, tut mir leid, dass ich das... ich wollte es eigentlich am 24. hochladen, also gestern Abend. Nur dann habe ich es leider nicht mehr geschafft. Tut mir leid. Weil die anderen Videos ein bisschen rumgespackt haben. Also bis die hoch, erst recht Mario 64, das hat irgendwie länger gedauert als sonst. Keine Ahnung warum. Und auf jeden Fall, da lade ich sie eben halt am 25. hoch. In Amerika wäre zum Beispiel auch erst heute Heiligabend, also von daher ist es ja eigentlich nicht ganz so schlimm. Ja, Leute, dann wünsche ich euch auf jeden Fall auch alle frohe Weihnachten, nicht wahr, Leute? Frohe Weihnachten und... Habt einen schönen Tag, alle, die am 25. Weihnachten feiern und... oder? Ja, doch, am 25. haben die meistens das erste Mal Weihnachten, ne? Also, zum Beispiel in Amerika oder so. Ich bin mir nicht sicher, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wie es da nochmal abläuft. Keine Ahnung, interessiert mich aber jetzt auch nicht. Ohne Witz, ich bin hier der Weihnachtsmann und ich sage euch, ich weiß, dass ich nichts kann. Oh ja, ich labe nur Scheiße und ich bin der Weihnachtsmann. Ey, was kann ich? Ich kann gar nichts, denn ich bin so scheiße, Mann. Oh, Entschuldigung. Ja, Leute, also ich habe gestern schön Weihnachten gefeiert, ne? Voll cool. Ich habe coole Geschenke bekommen. Ich habe ein neues Handy bekommen, weil das andere im Arsch ist. Also das andere Handy ist so gut wie im Arsch. Weil ich damit gar nicht mehr telefonieren kann und so. Ich kann auch mobile Daten nicht mehr anschalten. Ich habe da überhaupt kein Netz mehr. Dann habe ich einmal Flugmodus angeschaltet. Dann ging es aber nicht mehr aus. Dann habe ich mein Handy ausgeschaltet, dann wieder angeschaltet und dann war der Flugmodus eigentlich aus. Nur das Flugzeugsymbol war trotzdem noch da. Ja, ich glaube, und jetzt hat mein altes Handy auch noch Kratzer am Bildschirm, weil es mir im Bus einmal runtergefallen ist und dann schön auf dem Boden gelandet ist, wo auch viel Dreck rumliegt, so Sand, so kleine Sandsteine und anscheinend so, und die haben dazu geführt, dass da ein paar Kratzer gelandet sind. Voll scheiße. Aber naja, jetzt habe ich auf jeden Fall ein neues Handy und das ist auf jeden Fall sehr geil, muss man sagen. Auf jeden Fall freue ich mich sehr darüber. Ja. Und noch viele andere Sachen habe ich bekommen. Ja. Auf jeden Fall ist das richtig geil. Auf jeden Fall ist das richtig cool, muss man ehrlich sagen. Ohne Witz. Ach ja, das ist doch mal schön. Ohne Witz. Ich finde dieses Lied so kackenlangweilig. Das Lied ist echt zum Einschlafen. Ohne Witz, ich habe keine Lust, das mitzusingen. Warum tue ich es dann? Weil ich hobbylos bin. Ist deine Geräusche immer.
Oha, nicht runterfallen, Weihnachtsmann. Nicht runterfallen, mein lieber Santa Claus. Das wäre nicht so gut. Weißt du, wenn du runterfällst, ne? Also dann bist du nicht mehr hier, dann existierst du nicht mehr. Dann sind die ganzen Kinder traurig, weil sie ihre Geschenke nicht bekommen. Oh Mann. Oh nein. Voll geil. So. Wieder rumschreit so richtig. Voll cool. Ich liebe das. Ohne Witz, das Spiel kenne ich von meiner Schwester aus. Und, als ich das Spiel gesehen habe, ohne Witz, ich finde das voll geil gemacht und wir haben das erste Level geschafft. Geil. Und wir haben alle Geschenke eingesammelt, Leute. Haha, voll cool. Ich habe ihn jedes Mal mit Absicht oft früher runterstürzen lassen. Level 2, geil. Weil, sein Geschrei jedes Mal, dieses ich fand das früher immer so geil. Finde ich bis heute noch lustig. Aber das wollen wir wollen ihn ja jetzt diesmal nicht mit Absicht abkratzen lassen, ne? Immerhin wollen wir ja, dass er die ganzen Geschenke einsammelt und uns Geschenke bringt, ne? Am Heiligabend, ne? Ja, das ist geil. Ohne Witz. Das ist echt kein Witz. Die Geschenke sind jetzt alle meins. Die gehören jetzt alle mir. Ihr kriegt nichts. Nein, Spaß. So. Da ist eine Wii U und eine Nintendo Wii. Eine N64, alles was mit Nintendo zu tun hat. Ohne Witz, ohne Witz. Da freuen sich die Kids, dass sie jetzt, keine Ahnung was haben. Geile Konsolen und geile Spiele haben. wer kennt noch das, den Weihnachtssong von Sido? Weihnachtszeit, sag allen Bescheid, dass Sido kommt und sagt bei Herd und Geschenke verteilt. Hey, Weihnachtszeit, geh und sag Bescheid, dass der Santa Claus kommt und alle Geschenke wieder einsackt und klaut. Und mitnimmt. Ja. Ach, jetzt kommt das Lied schon wieder, das ist langweilig, das Lied. Oh nein! Nein! Scheiße. So. Alles klar, dann versuchen wir es weiter. Voll cool. Ach, das Spiel ist schön, Leute, muss ich ehrlich sagen. Und alle, die am 24. Weihnachten gefeiert haben, was habt ihr alle so bekommen? Habt ihr schön gefeiert? War es geil? War es cool? Wenn ja, dann freut es mich natürlich sehr. So, alle Geschenke gehören mir. Okay, fast alle. Ich habe nicht alle bekommen. So ein Mist. So, muss ich nochmal nach oben. Boah. Ohne runterzufallen, bitteschön. Boah. Hüpp, los, schneller. Komm schon. Dankeschön. Dieses Spiel ist so richtig geiles Jump-in-One-Spiel. Ich glaube, ich werde das offscreen noch weiter zocken. Demnächst. Ja, ob ich ein Let's Play daraus machen kann, das bezweifle ich eher, weil man hat hier, glaube ich, keinen richtigen festen Spielstand. Und da kann man ja nicht richtig speichern und dann von dem Level aus weitermachen. Glaube ich. Deswegen ist das als Let's Play schon ein bisschen schwierig. Ich wundere mich sowieso, wie die anderen das immer schaffen. Die spielen das bestimmt mal einen Tag durch. Aber dann haben sie verdammt viel Speicherplatz und haben wahrscheinlich einen Gamer-PC und den besitze ich momentan auch gar nicht. Deswegen wird es etwas schwierig dann, sowas zu tun, sowas zu machen. Auf jeden Fall. Ja.
Auf jeden Fall als Let's Play wird das ein bisschen schwierig. Also tut mir leid, deswegen wird das heute, deswegen wird es erstmal nur ein einmaliges Video von Santa Claus. Dieses geile Jump'n'Run-Game. Oha, oha, oha. Beinahe ist runtergefallen. ja. Aber ist doch ein schönes Weihnachtsspecial. Komm, gib doch zu. Gibt es doch zu, Leute. Und ich liebe das, wenn er rumschreit und runterfällt. Ich finde das so geil. Obwohl das jetzt nicht mit Absicht war. Ich muss ehrlich mal zugeben, früher bin ich sogar an diesem Level viel öfter abgekackt als heute. Ja. Dieses Spiel ist wirklich geil, ohne Witz, das stimmt wohl. So. Wir haben das Level ja schon gleich geschafft, Leute. Oha. Woo. Wir haben es geschafft. Yay! Wir haben alle Geschenke eingesammelt und können jetzt zum Ziel. Level 2 geschafft. Und wir haben alle Geschenke eingesammelt. Ist das nicht geil? Natürlich ist das geil. Sehr schön. Dann können wir weitermachen. Level 3. Ohne Witz. Das ist doch mal geil. Wir sind in Level 3. Ich sag 1, 2, 3. Dann kommt die Polizei. Und was macht sie dann? Sie zählen dann noch bis 3. Ja, sehr hobbylos. Ich kann nicht gut reimen. Ich kann überhaupt nicht gut reimen. Nein, ich kann nicht gut reimen. Deswegen muss ich weinen. Ohne Witz, weil ich einfach schlecht in Reimen bin. Heute mag ich kein. Heute laufe ich durch die Stadt nur so, um Leute anzuschreien. Ich setz die Maske auf, ich trink die Flasche aus. Und ich laber nur Scheiße, weil ich singe Fidos Lied. Oh mein Gott, was bin ich für ein hobbyloser Typ? Ich sollte das jetzt mal lassen, nachher habe ich sonst Ärger mit diesem Typ, weil ich sein Lied gesungen hab. Und das möchte ich natürlich nicht und deswegen halte ich jetzt meine Klappe. Genau. Und ich sollte mal aufhören zu singen, weil ich kann nicht singen und ich bin so schlecht im Singen. Und Leute, die nicht singen können, sollten es besser lassen. Deswegen lasse ich versuche ich es jetzt mal zu lassen. Aber bei solchen Musikdingern muss man einfach manchmal mitsingen, mitsummen und wow, ich wäre beinahe runtergefallen. So ein Scheiß. Und ja, diese Typen, wie nennt man diese komischen Typen? Sind das Yetis? Na, Yetis können das doch unmöglich sein. Das sind einfach nur hässliche Typen. Das sind hässliche Typen. Das sind Kevins. Nein, das sind keine Kevins. Alle, die Kevin heißen, es tut mir leid. Nein, ich hab in der Schule hat man mit so einem Spruch immer angefangen. Ey, du bist ein Kevin und so. Und alle, die sich damit angesprochen fühlen, tut mir leid, ich hab das nie gesagt, okay? Ich möchte nämlich keine Ärger damit haben. Ja, manchmal achte ich einfach nicht auf meine Wortwahl. Deswegen laber ich auch oft so viel Scheiße. Und deswegen tut es mir wirklich leid. Wirklich, es tut mir leid. Bitte verkloppt mich jetzt nicht dafür. Wie könnte man diese Dinger nennen, diese komischen Tüten? Keine Ahnung. wie könnte man diese Dinger nennen? Keine Ahnung, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich überlege mir gerade einen Namen. Oha, das war auch ein bisschen knapp. Oha, beinahe ins Feuer gefallen. So, ja. Wow, oha, oha. So. Oha, nicht runterfallen. So. Ja, wie könnte man diese Typen nennen? Und ich habe gerade gemerkt, dass da noch ein paar Geschenke sind, die ich fast übersehen hätte, wenn ich da nicht lang gegangen wäre. Oh Mann.
Okay, wie könnten wir die nennen? Wir nennen die jetzt einfach Robert. Wer kennt diese Werbung? Robert! Ich finde die Werbung total bescheuert und ich finde... Ja, und das passiert... Alter! Zweimal runtergefallen. Nicht schön. Ja, und das passiert, wenn man diese Yetis zu nahe kommt. Wenn man die auch einmal berührt, dann fliegt ja Santa Claus einfach weg. Und hat ein Leben abgezogen und bekommt ein Leben abgezogen. Ist das nicht geil? Und beinahe hätte ich ihn wieder getroffen. Ja, auf jeden Fall, ja. Das sind jetzt alle Roberts. Ja, genau. So nennen wir die jetzt. Oh mein Gott, wie geil das Spiel einfach nur ist. Ohne Witz ist das geil. Und Weihnachten ist schon eine schöne Sache. Nur bei uns schneit es einfach nicht. Guck mal, hier schneit es wunderschön. Und hier bei uns? Nee. Kein einziges bisschen. Nee. Ihr wollt Schnee haben? Nee. Könnt ihr vergessen. Nee. Also bei uns gibt es überhaupt momentan gar keinen Schnee. Ich vermisse das voll. Ihr will Schnee. Oder auch nicht. Doch, finde ich wohl. Aber... Oha. Ah, nein, nicht runterfallen! Scheiße. Ohne Witz, nein, das geht nicht, das geht nicht, das geht doch zu weit. Wir sind jetzt hier nicht zu zweit und ich laber wieder ein Scheiß. Ohne Witz, bitte denkt über mich nicht so ein Scheiß, dass ich jetzt wirklich eine Schraube locker hab. Denn das könnte stimmen. Und das stimmt ja auch, weil ich ja ein bescheuerter Typi bin. Ich habe manchmal wirklich meine schon 5 Minuten und dann singe ich einfach komisch rum und bin einfach bescheuert. Weihnachtszeit ist eine schöne Zeit, weil es dann so schön kalt ist und man sich hier den Arsch abfriert. Ohne Witz, das meinte ich jetzt aber nicht. Einfach, dass Weihnachten wirklich geil aussieht. Weihnachten sieht wirklich schön aus immer, auch wenn es mega kalt ist. Es fehlt dann nur noch der Schnee. Aber das werden wir dieses Jahr sehr wahrscheinlich wohl nicht mehr bekommen. Ja, schade eigentlich. Aber naja. Es ist auch so schön. Genau. Wir haben schon Level 4 erreicht. Mal gucken. Ich glaube, ich spiele das so lange, bis ich wirklich Game Over bin. Genau, so lange werde ich das jetzt zocken. So lange werden wir das gemeinsam zocken. Genau. So lange werde ich das spielen. Bis ich Game Over bin. Das ist schön. Ohne Witz, das ist doch mal geil. Ohne Witz, voll geil. Ja, Mann. Wir schaffen es immer weiter. Juhu. Nein, nein, nein. Ah, wir sind runtergefallen. Aber diesmal schaffen wir es. Wir werden es niemals schaffen. Ich habe nur noch ein Leben. Na! Scheiße. Ja, dann würde ich sagen, haben wir mal sowas von Pech gehabt. Schade, ich hätte gerne weitergezockt. Mit euch. Ach, hier kann man den Namen eingeben. Alles klar, dann nehmen wir einfach mal unseren YouTube-Namen. Also meinen YouTube-Namen. Skydad LP. Voll cool. Weiterspielen? Nö. Zurück zum Hauptmenü, würde ich dann mal sagen, ne? Oder? 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 Ich geht mir senden. Nee, kein Bock. So. Ja, Leute, das war's dann mit meinem Weihnachts-Special. Achso, ja, ich wollte eben kurz gucken. Ja, hier gibt's aber wirklich keine Spielstände, wie man sieht. Ja, Leute, das war's dann mit meinem Weihnachts-Special 2016. Ich hoffe, dieser Special hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hat's euch gefallen. Dann freut mich das sehr. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in weiteren Parts, in weiteren Let's Plays und Projekten. Euer Skydad LP. Frohe Weihnachten wünsche ich euch allen und lasst euch reich beschenken. Ciao!
ho, ho, ho! Merry Christmas!